Seit Generationen leben ihre Familien vom Fischfang. Fünf Kinder haben Melli und Geoffrey Seronda. Doch ob auch die später einmal vom und am Meer leben werden, ist ungewiss. Denn ihre kleine Insel ist durch den Klimawandel bedroht. Ich habe große Angst, dass mein Haus bei starken Stürmen überschwemmt wird. Ich habe Angst davor, vor allem wegen meiner Kinder. Und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder Fischer werden. Sie sollen eine gute Schulausbildung bekommen. Auch die nahegelegene philippinische Insel Negros hat einiges zum Klimawandel beigetragen. Zuckerrohrfelder werden nach der Ernte abgebrannt. Und auch die Zuckerfabriken blasen CO2 in den Himmel. Fast die Hälfte der Zuckerproduktion der Philippinen stammt von Negros. Viele Menschen finden dadurch während der Erntezeit Arbeit, allerdings meist zu Hungerlöhnen. Und die Insel wurde für den Zuckerrohranbau weitgehend abgeholzt. Mit vielen neuen Baumsetzlingen will sie dagegenhalten. Die Forstwirtin Michelle Alejado zeigt den Arbeitern an der Baumschule, wie sie aus einheimischen Samen neue Wälder schaffen können. Seit 4 Jahren läuft dieses Projekt der Kleinstadt San Carlos. Fast 400.000 einheimische Bäume züchten die Arbeiter im Jahr.